Das ist das Beste. In Berlin oder auf dem Land, du kannst wählen, aber er ernährt seinen Mann. Warum trägt der Prolet keine Schleifen? Weil er sie nicht binden kann. Da muss er einen Schlipshalter kaufen. Und wenn er sich den gekauft hat, dann ist er schlecht. Dann kann er den Schlips damit nicht binden. Das ist Betrug. Das verbittert das Volk. Das stößt Deutschland noch tiefer ins Unglück, wie sowieso schon drin sitzt. Warum man die großen Schlipshalter nicht tragen wollen? Weil man sich keine Müllschlipp um den Hals binden will. Das wäre weder Mann noch Frau. Das wäre nicht bei der Säugling, wenn er antworten könnte. Kaufen Sie solchen Schlipshalter bei Tietz oder bei Wertheim. Oder wenn Sie bei Juden nicht kaufen wollen, dann kaufen Sie woanders. Ich bin ein arischer Mann. Die großen Warenhäuser haben ja keinen Grund, sich von mir Reklame machen zu lassen. Die können ohne mich bestehen. Kaufen Sie sich solchen Schlipshalter, wie ich ihn hier habe. Und dann denken Sie darüber nach, wie Sie den Moins binden sollen. Zartfleisch ohne Gräten. Rohrwürze in der FF, Gewürzpunkte. Zart mit Gurkeneinlage. So. Das sieht doch gleich nach was aus, oder? Richtig. Das sieht gleich nach was aus. Rohrwürze in der FF-Gewürzdunkel. Zart mit Gurkeneinlage. Heringe in Gelee. Bismarck-Heringe. Ist noch was? Wieso? Ja, Sie gucken mal so an. Rohrwürze in FF-Gewürzdunkel. Nee. Zart mit Gurkeneinlage. Ich denke bloß, ob ich nicht was vergessen habe. Naja, wird schon alles in Ordnung gehen. Viel Glück dann also. Danke. Sehen Sie? Ich hab's genau gewusst. Ich hatte etwas vergessen. Die habe ich vergessen. Ist das nicht nötig? Ich meine, ist nicht wirklich nötig, dass ich. Was denn? Das ist keine Schande, so eine Binde. Im Gegenteil, das ist eine Auszeichnung. Ja, also. Wenn Sie meinen, dann. Na, kommen Sie mal her, ich mach das schon. Heringe in Gelee. Bitte. Das sieht doch schon ganz anders aus. Da steckt schon richtig was dahinter. Ja? Ja, vielleicht. Was heißt hier vielleicht? Das sieht gut aus. Richtig gut sieht das aus. Und das hat seine Wirkung. Also nochmals, viel Glück und alles. Was? Der völkische Beobachter! Der völkische Beobachter! Ihr 20 Linie! Der völkische Beobachter! Prima, heiße Würstchen! Bismarck, Heringer! Tasche! Tag! Na, neu hier? Ja. Ja, völkischer Beobachter! Was soll denn ganz in Ordnung sein? Irgendwie die Typen da. Aber ich höre da immer was raus. Sollen gegen die Juden sein, oder? Ich für meinen Teil habe nichts gegen die Juden. Aber
Aber für Ordnung bin ich. Das sieht doch wohl jeder ein, dass Ordnung sein muss. Dem deutschen Volke zum Erntedankfest. Zertrümmert endlich euer Truggebilde und straft, die euch in Gauklerspielen wiegen. Dann kommt der Tag, da steigt vom Kampfgefilde mit ihres rechten Schwert und blanken Schilde die Wahrheit auf, der Feinde zu absolvieren. Da ist was, Kollege? Nee, nee, ist nicht. Muss so sein. Jeder wird glücklich nach seiner Fassung. Du hast ja die Zeiten sind, wie sie sind. Viel Glück wünsche ich noch, Kollege. Viel Glück. Bismarck-Heringe, SS-Gewürztunkel. Zahnfleisch ohne Grenzen. Hornets in SS-Gewürztunkel. Ich bin Jude, wisst ihr? Heringe in Gelee. Aber weiter nicht für Unjurt. Trotzdem viel Glück. So ist das Leben. Meister Würstchen. Wie Meister Würstchen? Meister Würstchen. Hey, Reske. Meister Würstchen, prima. Könnt ihr hier nicht einfach so vorbeilaufen? Könnt ihr wenigstens zum Tag sagen, oder? Das ist doch der Biberkopf. Richtig, das ist der Franz Biberkopf. Mit Markenkreuz im Arm. Was macht denn der mit Markenkreuz am Arm? Zart mit Gurkeneinlage, Heringe in Gelee, große Stücke, zarte Fische, Brandheringe, Bismarck-Heringe, SS-Gewürzstücke, Zartfleisch ohne Felsen, Hornlapsen, SS-Gewürzstücke, zart mit Gurkeneinlage, Heringe in Gelee, große Stücke, zarte Fische, Brandheringe. Was kriegt er mir denn so dusselig an? Wieso? Wir schauen dich bloß an. Ach, du meinst wegen dem Hakenkreuz, oder? Wegen dem Hakenkreuz? Tja, Schatz. Das ist wohl ein Hakenkreuz, das Hakenkreuz. Nicht? Na ja. Ein Hakenkreuz ist ein Hakenkreuz. Föderalismus ist Antisemitismus. Der Kampf gegen das Judentum ist auch Kampf für die Eigenstaatlichkeit Bayerns. Der Kampf gegen das Judentum ist auch Kampf für die Eigenstaatlichkeit Bayerns. Also du lachst mal aus, Richard. Vielleicht. Warum? Weil du verheiratet bist? Du bist 27, deine Frau ist 18. Was hast du gesehen vom Leben? Nichts. Den Jahr 3. Und auf der Bindetreske. Kickst du dich genau an. Da steht nichts drauf, was man nicht verantworten kann. Ich bin da auch geturmt draußen, genau wie du. Hab ich da auch gemacht. Aber was ist denn nachher gewesen? Ob jeder eine rote Bauchbinde hat oder eine Jolde oder eine schwarz-weiß-rote, davon schmeckt jetzt die Jahre auch nicht besser. Ja, auf den Tabak kommt das an, alter Junge. Oberblatt, Unterblatt, richtig gewickelt und richtig getrocknet und vorher. Jetzt sag ich, was haben wir denn gemacht, Reske? Sag doch mal. Ich seh dich bloß an, Franz. Und ich sage bloß, und ich kenne dich doch schon lange. Und sie haben dich schön eingeseift. Wegen der Binde, ja? Und wegen allem. Lass mal. Das hast du nicht nötig, so unter die Leute rumzulaufen. Genau richtig. Das hast du nicht nötig, Franz. Nee, Richard, komm, du bist eine gute Haut. Aber das hier, das ist Männersache. Weil du Wahlrecht hast, kannst du zwischen Dresko und mir noch lange nicht mitreden. Dich haben sie ja wirklich eingesetzt. Da haben wir ja die Inflation. Papierscheine, Millionen, Billionen. Kein Fleisch, keine Butter, nichts war da, wo denn? Und wir? Wir sind immer was rumgelaufen und haben den Bauern eine Kartoffel geklaut. Revolution! Haupt den Fahnenschaft auseinander und verstaudet Fahnentuch in ein Wachstuch und stelle dick im Kleiderkasten.
Lass da vermutterte Latschen heben. Binde den feuerroten Binder ab. Ihr macht die Revolution immer mit der Schnauze. Eure Republik ist ein Betriebsunfall. Eine Biene, eine Wespe, ein Brummer kreist oben an der Decke, ein vollkommenes Naturwunder im Winter. Seine Stammesgenossen, Art, Gesinnungs- und Gattungsgenossen sind tot, schon tot oder noch nicht geboren. Das ist die Eiszeit, die der einzelne Brummer durchhält und weiß nicht, wie es gekommen ist und warum gerade er. Der Sonnenschein aber, der ist uralt und eigentlich wirkt alles vergänglich und bedeutungslos, wenn man ihn sieht. Er kommt über x Meilen her, am Stern Y ist er vorbeigeschossen. Die Sonne scheint seit Jahrmillionen, lange vor Nebukadnezar, vor Adam und Eva, vor dem Ichthyosaurus und jetzt scheint sie die tiefste Tiefe einer Untergrundstation. Franz aber ist beschwingt, leicht, überleicht, lichtleicht und himmelhoch, da komme ich her. Ihr habt das einfach nicht zustande gebracht. Wir nicht. Können wir ruhig sagen. Oder ihr oder die, die dabei gewesen sind. War doch keine Disziplin, hat doch keiner kommandiert. War doch einer gegen den anderen. Aber wir verraten sind, Franz. 18 und 19 von den Bonzen. Und Rosa haben sie gekillt und Kalib nicht. Da sollen die Leute mal zusammenhalten und sollen was machen. Aber guck dir Russland an. Lenin. Da halten sie. Das ist Kit. Aber abwarten. Blut muss fließen. Knüppelhageldick. Das ist mir alle ganz egal. Über Abwarten geht der Welt kaputt. Und du mit. Für mich ist es der Beweis. Sie haben es nicht zustande gebracht und das hier nichts mehr. Nicht der kleinste Stink ist zustande gekommen. Ich weiß nicht, was bei denen rauskommt mit der Binde hier. Habe ich ja auch nicht gesagt, aber das ist doch eine andere Sache. Und das ist alles. Darauf kommt das an. Heiße Würstchen. Drei. Der völkische Beobachter. Heiße Würstchen. Der völkische Beobachter. Meine Dame, meine Herren. Was ist denn? Was passiert? Im Grunde sind die eigentlich alle ja nicht so im Grunde. Die wissen nur nicht, wohin mit dem vielen Blut. Die haben so ein heißes Blut. Wenn die mal ein Tee gewesen wären, wenn die was hinter sich hätten, dann würde denen vielleicht mal nicht so viel. Lina. Mensch, Lina, ich hab gedacht, du kommst heute überhaupt nicht mehr. Mensch, Lina, mein Kleine. Du. So lieb. Was ist denn passiert, Franz? Da muss doch irgendwas passiert sein. Was soll denn passiert sein? Was muss denn passiert sein, wenn ich da sage, dass ich da so lieb habe? Was muss denn da schon passiert sein? Au, au! Gut, Franz. Das kannst du ruhig machen, Franz. So ein Biss von dir. Das